kommt im LS17 auf der Gemeinderat ab mit dem Fan LP. So, wir müssen dreschen. Komm, wo bist du? Ja. Es geht. Ich wollte mit euch noch ein paar Sachen besprechen und reden und machen tun. So, jetzt muss ich gerade kurz überlegen. Muss ich wahrscheinlich andersrum fahren lassen. Wegen dem Abtanken. Es geht ums LS19. Ich habe gestern und vorgestern kurz mit ein paar Jungs drüber gequatscht. Wie die beim LS müssen da neue Zug. Wenn ich für LS gut finden würde, eine neue Idee zulegen und dies und das. Also, wenn ich weiß, dass neue Sachen zukommen, zum Beispiel grafikmäßig neu zu, dann neue Tiere zu, vielleicht neue Fruchtsorte, neue Maschinen. Wenn ich auch schon mitgekriegt habe über das zum Tier oder Ding zu kommen würde, den Glas von ein oder anderen Leuten. Und meiner Meinung, also Maschinen würde ich sagen, vom 17er könnte ich mir von mir aus mit reinnehmen, aber kein vom 13er mehr. Dass die eigentlich, oh, es leckt gerade, weil ich den Helfer laufen lasse. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen langsam laufen. Hier haben wir Fazit letztens gesehen im Livestream. Alles voll, alles gut. So, Mr. Ja, Feld 21 ist den Lohnunternehmer Teacher Watt genau dran. Hier müssen wir grubbern. Böserweise. Ach, glaub gar kein Gruber da stehen. Doch hier der Kleine. Aber das könnten wir einfach mit dem 3-10er machen. Oder mit dem 3-13er. Weil, ja. Den machen wir halt. Den ein bisschen fit für das Gruber. So. Es kann sein, dass ihr mir meine Tastatur hört, weil ich die Leertaste. Weil ich gerade noch ein bisschen mit der Tastatur fahre, aber gleich fahre ich dann mit der Lenkrad. Ja, eben, meiner Meinung nach, sie müssen jetzt zum Beispiel, noch ein Beispiel, für einer, oh, der geht hoch. Das geht hoch, der geht hoch. Schon mal halb gedacht, dass das Gewicht nicht mag. Oder das, ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich hoffe, dass es so geht. Dass der Giants, so wie Clad on Crops oder wie das Spiel heißt, und wie ein oder andere Spieler. Ich hätte eigentlich so gemacht, dass man den Helfer oder das, entweder den Helfer einstellt, normal einstellt, nicht so wie jetzt wie auf dem LS17. Also der. Ding hat gerade Probleme, muss ich mal gucken. Oh. Die Pfosten, war ja klar. Mal gucken, wie lang. So, nein. Meiner Meinung nach, oh, das ist glaube auch gleich voll, warte mal. Terra, ja, 5% muss ich kurz den 724 nehmen. 724er. Ich hätte eigentlich den Helfer, entweder dass man wirklich die Helfer quasi haben, dass man sagen wir zum Beispiel einmal am Tag oder einmal im Monat, falls Giants jetzt mit dem Season Mod mit reinnehmen würden, wäre es eigentlich auch noch geil, dass wir nicht als Mod haben Season Mod, sondern als normalen gerade als Standard würde ich gut finden. So, links.
Würde ich übelst geil finden, denn hätten wir Menschen, also wir YouTuber oder wir, die für LS zocken, weil ich habe jetzt den LS19 vorbestellt. Ich musste jetzt gerade für zwei Leute vorbestellen. Jetzt muss ich gerade kurz außen gucken. So, der kann weiterfahren. So, dann den noch lassen. Da lassen. Und dass man zum Beispiel den Elfer einmal im Monat, ja einmal im Monat, sein Gehalt zahlt. Oder halt, dass wir jeden Tag was klein zahlt, sagen wir mal 50 Euro pro Tag oder sowas. Das ist nicht alle Welt. Oder 25 Euro. Oder dass wir in Giants so überlegen würde, dass man den sagen wir mal Tablet auch als Standard reinnehmen, dass wir sagen wir mal nach gewissen Tagen eine Bewerbung kriegen oder wo wir die Bewerbung nachgucken können. Dann wäre ich sogar voll dabei, dass die Sachen mitzukommen. Aber ich finde eben das, wenn ihr Giants teilweise blöd finde. Teilweise nehmen Sachen Neues rein und etwas erhalten lassen. Finde ich meiner Meinung nach nicht geil, weil es macht uns für YouTuber und für uns Spieler viel mehr Spaß, wenn wir komplett was Neues vom Giants haben, anstatt nur die Hälfte. Ich weiß nicht, wie es ihr finden. Aber ich hätte eigentlich, also weil ich bin jetzt auch am Überlegen, auf der Gemeinderate mit Seasons Mod zu spielen. Entweder mit euch oder ohne euch oder keine Ahnung was. Wenn ihr sagen, also wenn ihr mir einen Kommentar schreibt, Band, bitte ohne Seasons Mod. Glaubt davon. Einfach mal hier hoch. Oh nein, das ist ja die Wiese. Das ist Wiese 19. Ich hätte halt einfach dass er halt, oh hier steht die LKW-Sachen. LKW-Sachen. Also jetzt hier ist das Ding. Ja. Okay, hier habe ich kein Fett mehr gekauft, außer denk, oh. Graswiese. Ich habe schon lange hier nicht mehr gespielt, darum bin ich ein bisschen verwirrt. Machen wir den. Machen wir es von außen. Proben. Wir lassen kurz den Helfer, weil ich jetzt gerade um die Dreschung kümmern muss. So, das hier. Boah, es leckt. Man merkt, dass ihr ein bisschen rumleckt. Machen wir den kurz weg. Oder das Yam-Timer DLC habe ich nicht gekauft. Weil ich erstens, ich benutze sowas nie. Oh. Gar nicht gemerkt, dass hier ein Parkplatz ist. Jetzt weiß ich, was ich von habe. Ein anderer Fehler. Da finde ich eben auch wieder das, was er eben nicht gut macht. Alle die Abkürzungen und Ding nehmen. Und die nehmen eben alles außer rum. Aber über was wird jetzt blockiert? Oder zum Beispiel hier, ich arbeite hier normal Standard ohne Cheaten, ohne gar nichts.
Meine Jungs wissen normalerweise cheat ich ein bisschen etwas, aber ja, nein. So, jetzt das sind alles das, was so jetzt hier ein bisschen ausholen. Ausholen. Dass die jetzt so weit laufen. Danach, ja, eben wie gesagt. Dann nächsten Monat kommt bei mir das Bus-Simulator zugefügt. Das Bus-Simulator 18. Wenn ihr wollt sehen, kann ich noch ein paar Videos machen. Das ist kein Ding. Es müssen nur von euch wollen, wo ihr sagen könnt, ja, Ben, wir wollen sehen. Das mache ich ohne Probleme, ohne gar nichts. Oder ihr sagt nein, bitte nicht. Also, wenn ihr keinen Bus-Simulator auf meinem Kanal wollt sehen, den zocke ich halt alleine, ohne Live, also ohne Videos zu machen. Oder mit dem Chris Maximus, will vielleicht mal gucken, mit ihm reden oder keine Ahnung was, mit ihm mal reden würden, dass wir da mal zusammen ein paar Videos machen können, Multiplayer testen, Singleplayer testen. Was für Karrieremodus, das wir da haben, halt so Sachen. Jetzt fahre ich gerade fahr eine falsch, weil ich muss den einen triggern. Ich muss einfach dem Haus da vor mir rein drauf oder drauf. Aber ich weiß nicht, ob da Platz hat. Es laggt, weil ich hier zwei Helfer anhab. Und weil ich noch nicht gewohnt bin, oder hat die noch Fehler drauf. Gerade wenn ich vorhin nicht rausgelöscht habe. Jetzt, ja, jetzt macht der andere auch noch Schaden oder was. So. Tell verkaufen. Ah ne, der eine ist, der ist voll. Kollege, wo fährst du hin? Das ist noch so ein Ding, wenn ich vom Helfer nicht check. Wie kommt er auf die Ding zu kürzen? Eben, es wäre nett von euch. Wenn ihr noch zum Beispiel noch ein oder andere Pickpacks mir kriegen, ja, wo ihr sagen könnt, ja, fängt, mach mal mit Jesus Mod hier, mit dem Gemeinderat reloaded, dann ja klar, kann ich machen. Und dann, wir haben ja die Tiere und alles, also beim Lohnunternehmer, der, wo ich gehört habe, zügelt die ja weg vom Gemeinderat. Er macht jetzt noch den Zuckerrüben kurz fertig und dann ist er nicht mehr da. Dann müssen wir quasi weitermachen. Vielleicht können wir mal sein ein oder andere Maschinen vielleicht kaufen. Oder vielleicht verkaufen. Weil er hat nicht so schlechte Maschinen, also ich will jetzt wieder quasi die LKWs verkaufen, den ich habe. Weil ich will ohne LKW fahren hier. Weil LKW, weil wir machen hier einer nicht viel Arbeit. So, der läuft wieder. So, den. So. Wieder mal gucken, ob ich noch irgendwo noch Säurebohnen lagern kann. Weil ich wollte einer dieses Mal mit reinnehmen, weil ich habe jetzt ganz Ding gezockt. Die ganzen paar Wochen und mit dem Jesus Mod, ich finde mit dem Jesus Mod ist so richtig, richtig, richtig geil gemacht. Man muss aufpassen, was wir verkaufen,
was wir beachten müssen, was geht über die Winterzeiten los. Und ich habe mir gemerkt, es kommt die Erbzeiten langsam zu. Wo ist der Ablader? Und du eher mit drin, glaube ich. Glaube ich jetzt mal. Jo. Warte mal. Ich versuche die jetzt zu drehen. Weil ich will jetzt das mit der Soja und alles drum und dran. Und sicher mal. Wenn ihr mir einen Kommentar schreibt, ihr wollt lieber mit dem Süßesmod. Ihr habt gemeinen Rat, können wir machen, kein Problem. So, das läuft. Der 305 fährt. Ja, wir machen ein bisschen länger, weil ich jetzt für gewisse Zeit nicht mehr gestreamt, also in der Streamer keine Videos mehr gemacht. Dann die Abonnenten bis 350 Abos mache ich dann an 6 bis 12, so gut 6 oder 12 Stunden zu Livestream. Wir können mal machen auf Cross Valley, also die Standardkarte, die erste da, dass ich auf der 24/7 Server laufen lasse, ohne Mod, ohne gar nichts, dass ihr einfach reinkommen könnt, reinmarschiert. Aber ihr müsst mit Passwort, also muss Passwort geschützt sein, weil es kann sein, dass wieder ein oder anderen einfach reinkommen. Darum will ich eben mit Passwort, ihr kriegt Passwort. Passwort kriegt ihr erst über, wenn ihr auf meinem, was macht er da? Auf meinem TS sind oder Teamspeak seid, dann kriegt ihr den TS-Daten und keine Ahnung was, einfach alles was zum. Ehe wir gucken, dass meine Jungs da sind, wo dann auch mit dem Livestream mitspielt. So, das. So, jetzt will ich mal gucken, ob meine andere Ladestation auch leer ist. Falls leer ist, geht das nochmal auch nochmal rein. Dann Raffinerie, habe ich auch was, aber bei der Raffinerie lasse ich alles so stehen, weil ich muss die Tiere noch befüttern. Oh. Fangen wir nochmal einmal aus rum. Ich muss die Tiere noch befüttern, die Schweine müssen. Die gehen auch weg, weil der LU am Schweine und bei mir habe ich jetzt überlegt, weil wir jetzt die Kühe haben, weil wir die über die Milch gut Geld verdienen, die Schafe. Oder haben wir hier Schafe? Was kann ich mal? So, doch Schafe haben wir auch. Schaff an, wir haben alles. Außer Heu und Gras, da müssen wir mal was gucken, was denn los war. Und bei den Schweinen, die kommen weg. Vielleicht hole ich mir noch mal 200 oder so. Oder noch mal 100 Ding. 100 Kühe und noch mal 100 Schafe. Ne, Schafe bleiben die. Aber sicher 100 Kühe noch. Nicht nur wegen der Milchproduktion, weil sieht das Ding aus oder was? Ja. Dass wir über die Kühe Milchproduktion Geld gewinnen, die Schafe mit der Wolle und dann ja, da müsste eigentlich so gut laufen. Nur jetzt eben, wäre sehr sehr lieb von euch, wenn ich von euch so ein Feedback kriege, wo ihr sagen würden. Fängt ja, ich will mit dem Süßesmod und sagt fängt nein, lieber nicht. Weil ja, mit dem Süßesmod wäre sicher, sicher auch geil. Also, ich spiele jetzt danach. Also, bis ich muss jetzt noch mal ein Video machen für morgen und für Freitag.
So, das. Ah, meine Güte. Komm. Lade nur kurz das ab. Ja, mir kurz das Ding ab. Toll. Kommt mehr rein. Wie kommt die hier rein? Da kommt sie 90 Millionen. Ja, nee, ist klar, Alter. So, ja. Oh. Ich habe kurz Zeit gefunden. Warte mal, gibt's hier anschauen? Ich hab 200.000. Wie viel Leute gibt's hier öffnen hier? Anschauen, wie schaust du den aus? Okay. Ich weiß nicht mal, Farmtech, ich hab ja die Farmtech, der zeigt mir nur einen an. Achso, Getreide. Ja, super. Hof, Silo, da könnt ihr auch wieder mal noch was nachfüllen. PGA da auch einen. Anders. Wusste ich ja nicht so. Also, liebe Leute, der ich verabschiede mich, bitte kommentieren, was ihr mein ihr für mein Gemeinderat mit Seasons Mod oder ohne Seasons Mod. Und dann hören wir uns morgen wieder. Dann bis dann, tschüss! Wer friert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen.